Bullseye. Okay, der Kuchen ist voll. Ein kleiner Tipp. Am Ende des Tages, einfach die Selbstbedienkassen ausmachen, da kommen die einfach zur normalen Kasse. Ich mache halt einfach die normale Kasse zu. Sondern ja, Selbstbedienung mache ich zu mir egal. Wir klauen die ja. So, bei wem kann ich am besten helfen? Wahrscheinlich beim Francesco, weil ich brauche mein System, sonst drehe ich. Mache ich es kaputt, okay. Nein? Hä? Ey, nee, aber nee. Ja, aber Bestellung, dahin. E-Mail? Also. Okay, kann, ja. Okay. Ich kann bestellen, wenn du möchtest. Ja, sonst wäre von nebenher schon mal ein bisschen Bestellung machen können. Dann kannst du bestellen und den LKW dann gleich mal ausräumen. Nebenher. Hast du? Ich kann, ja. Zwei Mehl? Ja. Ein Puderzucker? Einmal Puderzucker, ja. Einmal Breakfast, also Frühstückskeks. Das ist blaue, ne? Ja. Ja. Hast du? Ja, ja. Einmal Chips? Ja. Zweimal Reis? Basti-Reis, Basmati-Reis? Ja. Dreimal Waschpulver. Weiß nicht, wird wahrscheinlich nicht mehr ganz einfach sein. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Aufs Abschicken, ja. Und dann kannst du schon mal reinpacken. Zweimal Apple Cinnamon Oatmeal. Ja. Und zweimal Käsekekse. Jeweils? Nicht, beides jeweils zweimal. Also einmal die Käsecrackers und zweimal das Oatmeal. Da kannst du nur erstmal reinpacken, musst jetzt nicht direkt abschicken, aber das kommt jetzt als nächstes quasi. Weiter bin ich noch nicht, da kannst du in der Zeit, wenn du willst, den LKW schon mal einsortieren. Ich hab Käsecracker schon, da muss ich gleich nochmal sagen. Was? Käsecracker? Ja? Ja, was ich jetzt reinmachen soll, ich hab gedacht, so zweimal Käsecracker und zweimal das Apple Cinnamon Ding. Ja, aber wieso sagst du das zweimal? Das hab ich nicht verstanden. Hä? Ja, weil du nachgefragt hast, ob jeweils zweimal, dann hab ich nochmal gesagt, was ich gerade gesagt habe. Ich hab das wiederholt, weil du nachgefragt hattest. Ich hab mich gerade verwirrt, weil ich hab ja nicht so nachgefragt. Was denn? Okay, das macht der Franz schön. Ja, was? Was denn? Alles gut, ich habe mit mir selber geredet. Hast du das fehlende Waschpulver auch dann in die neue Bestellung schon mit rein? Die ist drin hier, ja. Genau. Okay, also du hast jetzt einmal Waschpulver, zweimal. Cinnamon und zweimal Käse. Genau, einmal Chicken Cream Soup. Einmal, ja. Einmal Bohnensuppe, vielleicht zweimal, warte. Einmal Bohnensuppe. Ja. Einmal Chicken Noodle Soup. Chicken Noodle Soup. Ja. Einmal Chopped Tomatoes. Einmal, ja. Einmal Dog Food. Was soll bestellen? Ja. So, einmal Dog Food hast du? Ja, ja, habe ich. Einmal Crackers, also diese übergeschnappt. Ja. Einmal die Chocolate Tater Toasty Tarts. Naja, Toasty, da weiß ich Bescheid. Ja, und das Schokocreme brauchst du auch bestimmt. Weiß ich noch nicht. Habe ich jetzt gerade noch in der Hand. Ja, mach einfach noch eins. Okay. Mexican brauchst du? Ach, Digga. Weiß ich nicht. Oder? Ja, einmal Granola auf jeden Fall. Ja? Vielleicht sogar. Machen wir zweimal Granola.
Jetzt erstmal Ecke Würstram, wenn du magst. Das dort habe ich dann weiter eingeräumt, da kann ich mehr sagen. Aus dem Ring. Böser Wicht. Das weiß ich gar nicht, wo es war. Ich lasse dich auf dem Boden. Ist alles links. Okay. Zweimal Maple und Brown Sugar. Zweimal? Ja. Okay. Einmal Mexican Rice. Ja. Zweimal diese abgepackten Nudeln. Great Noodles, oder wie die heißen. Ja, habe ich. Einmal diese Erbsen. Ja. Bohnen. Einmal oder zweimal waren sie Nudeln? Warte, ich guck sofort nochmal. Die Nudeln zweimal. Okay. Zweimal die Orangenmarmelade. Okay. Zweimal. Und dann einmal die Crunchy Peanut Butter. Einmal. Das war's? Erstmal, dann kommen die neuen Sachen halt noch. Oder hast du noch Slots? Hast du jetzt schon LQ abgeschickt, oder? Ja, ich habe abgeschickt. Okay, warte, ich gucke. Da waren noch 4 Slots frei. Ja, das hätte sowieso nicht gereicht. Ich mach mal Store Level, ne? Noch 800. Ja. Bei dir passiert da sowieso nichts, Babe, ne? Glaub nicht, nee. Also sind ja ich eh müsste irgendwie ziemlich viel bestellen. Also nicht ziemlich viel, aber schon ein bisschen was. Aber es sollte reichen. Also beim Bestellen, wenn ich hier fertig bin, da brauche ich definitiv Hilfe. Ja, kann ich machen. Neben mir ist unser Lagerist. Hobby-Lagerist. Der hat jetzt voll Ahnung davon. Ja, als Basic-Gestalter musst du ja alles wissen. Ja, stimmt. Alles, in jedem Bereich. Ja. Ja. Jeden Bereich der Welt. Arbeitest du einfach überall. Ja, überall. Also am Computer. Da nicht. Nee, manchmal nicht. Manchmal nicht. Sehe ich ja eigentlich hier ist sogar praktisch im Beruf. Seht ja als handwerklicher Beruf. Was ist denn ganz oben in der Liste von den neuen Sachen, Emil? Mayonnaise, Haselnuss. Haselnuss, Mayonnaise, Macaroni, Käse und eine Raspberry. Okay, aber Haselnuss ist das ganz oben quasi, ne? Ja. Okay, dann kommt das ganz unten hier ins Regal. Oh, irgendwas davon ist knallpink. Was? Haselnuss, dann Mayonnaise und dann Mac and Cheese? Haselnuss, Mayonnaise, Mac and Cheese. Okay. Nein. Stellen wir nochmal von allem zwei, bitte. Alles? Halt die 4 Sachen. Die 4-9. Okay. Oder? Ich habe Staub geschickt. Ja, doch, könnte hinkommen. Wenn, dann müssen wir tendenziell sogar noch mehr. Mayonnaise. Mac and Cheese. Das Ding.
Das Chirisco ist. Was? Chinese auch ein Instrument. Was hat er gesagt? Francesco habe ich gesagt. Hä? Wieso lacht ihr über Francesco? Verstehe ich jetzt nicht. Oder lacht ihr mich aus? Nein. Es hat sich nur angehört wie Francesco, als du das ausgesprochen hattest. Bitte noch eine Haselnuss schon mal in die Liste. Gefallen. Ja. Irgendwas wurde eben falsch bestellt, aber ist egal. Nee. Also, Entschuldigung. Kann nicht sein. Nee, wurde nicht bestellt. Ah. Okay. Ach, das sind Raspberry Toasties. Eine Mayonnaise noch in die Liste? Ja. Also ist es jetzt... Das da oben ist Miracle Whip. Was war das denn für eben? Ist es jetzt ein Instrument, Mayonnaise? Nee. Sollen wir jetzt das ganze Regal hier voll machen, oder? Nee, das ist nur Überhang. Ich habe nur in meinem Überhang-Regal auch keinen Platz mehr. Deshalb habe ich das jetzt einfach damit rein. Mac and Cheese passt so. Ich glaube, ich mache auch ein Überhang-Regal. Das gefällt mir. Ja, du kannst halt ein bisschen mehr bestellen, gerade wenn wir frisch aufgefüllt haben, ne? Weil dann kannst du komplett voll machen und da hast du keine so halben Kartons mehr, ne? Ja. Und einen Raspberry noch. Und dann musst du mit Mac and Cheese bestellt werden? Nee, Mac and Cheese passt. Okay. Mac and Cheese hat ja. Bier zur Milch. Also quasi alles noch einmal außerhalb des Mac and Cheese. Bier, Milch, Kinder trinken alles. Ist so. Wie Schnitte. Ja? Ich meine, früher habe ich immer diese Bärenmarke Snacks bekommen und irgendwann ist dann rausgekommen, dass da voll viel Alkohol drin ist. Ja, in Milchschnitte war auch Alkohol. So, ich brauche gleich Help. Yes, ja, wir sind ja gleich komplett durch. Ja, dann macht ihr da mal. Sind wir komplett free. Dann fülle ich so lange meine Vape auf. Nee, du kannst jetzt sagen. Nee, jetzt fülle ich meine Vape auf. Ja, doch. Ich bin schon da. Sag mal, Emi, jetzt hetz mich nicht. Ich bin alt. Eine alte Frau also, ist kein D-Zu. Also auf meiner Geburtstagskarte steht auch, dass ich ein altes Haus bin. Das ist ja, auch schön. Ja. Ja. Ja, ich mach Toilet Break und ihr macht euer Zeug, ne? Bin gleich wieder da. Also. Okay. Ups. Machen wir hier Überhang? Warte mal kurz. Ist er noch frei? Eins wäre da noch frei. Ich finde sich noch mal für eine Schicht. Letzte. Ja. Einmal. Nee, warte mal. Zweimal grüne Milch. Also du bist jetzt mal getrunken, okay. Zweimal grüne Milch. Einmal blaue Milch. Ja. Einmal Bier, schliefen. Ja. Einmal Schneider und einmal einzig. Ja. Schwarze kleine Dose Energy. Ja, einmal. Ja. Einmal große grüne. Ja. Einmal kleine grüne. Ja. Einmal große rote. Das wär's mit den Getränken. Ja, okay. So, dann einmal Mango. Mango, wo bist du, Mango? Da. Einmal Mango. Ja, warte, ich guck, wie viel hier noch drin ist. Okay. Zweimal Avocado. Zweimal Avocado. Einmal Grapefruit. Einmal Grapefruit. Einmal Granatapfel. Granate, warte, wo ist die? Pomegranate. Ja, die ist irgendwie bei Ghee, nicht bei Ghee, Dings da. Das ist wie kurz komisch. Ja, aber habe ich. Zweimal Kohl. Habe ich. Das war's. Ist abgeschickt. Dankeschön. Der Franz ist auch wieder da. Dann kannst du ihm deinen Thought. Würde noch eine letzte Schicht machen. Ja, hätte ich jetzt tendenziell auch gedacht, tatsächlich, ja. Das ist die letzte Schicht für lange Zeit, also längere Zeit. Und dann kommt die nächste Woche so ein Riesen-Update. Bin ich da dran? Ja, ich muss auf jeden Fall vor der Schicht vielleicht auch nochmal einen PC. Ich will nochmal gucken. Ja,
Kannst du mich bitte rauslassen? Was willst du denn gucken? Ich? Ja. Ich will wirklich nur gucken. Also ich will nichts bestellen, alles gut. Ich hol mir kurz was Ding. Das hatte ich jetzt nicht vor. Theoretisch könnte ich mir noch zwei Regale für erfordert, aber das ist jetzt kein. Pommes-Granate, Pommes-Granate. Oh. Ich wollte gerade auch mit hier rein. Hier hinschmeißen. Nee, hier, da. Da in die Ecke. Ach, da war noch was, entschuldige. Was waren da noch? Noch die letzte Energy. Oh. Yes. Da wird kein da noch. Boah, die nächste, das nächste Upgrade ist ja krass. Hellbeige. Wieso? Und salzige Cracker. Ich weiß nicht, was hellbeige ist. Ist das Food? Das ist Food. Also ich würde sagen, das ist auch ein Oatmeal oder so. Warum das hellbeige heißt, keine Ahnung. Aber das ist das Einzige, was mit dem nächsten Upgrade kommt. Prices. Ach ja. 10, 20. Pff, machen wir da mal. Schaffst du schon. Ich mache mal, also je nachdem, wie teuer das ist. Wenn es ein teures Zeug ist, dann mache ich immer so 30, 40 Cent halt aufgerundet. Mhm. Können wir nicht alles einfach mit 69 machen? So, I tried. So, die anderen sind auch alle noch rund, rund. Rote Paprika ist crazy. 1 Cent dran verdient. Ja, dann mach noch teurer. Wie viel ist denn das? 60. Ich hätte das 65 dran gemacht. Ja, kannst machen. Bei den Obst und Gemüse bin ich mir immer so unsicher, bin ich ehrlich. Ja, das Problem ist halt nur, wenn, also grundsätzlich können wir rumprobieren, aber das Problem ist halt, wenn wir zu viel auf einmal rumprobieren, dann ist es ein bisschen schwierig rauszufinden, bei was sie meckern, ne? Ja. Das halbe grüne Paprika auch 60 Cent kostet, deswegen wahrscheinlich aber diesem Einkauf ein bisschen billiger, günstiger. Probier Birnen mal 75. Grüne Paprika ist ja kacke. Grüne Paprika. Ich hasse Mangos grüne Paprika. Also, was heißt, ich hasse sie, aber wenn ich mich entscheiden müsste. Oh, Paprika Smathers. Zwiebeln machen wir teurer. Ja. Orange machen wir teurer. Ja. Yes, wir haben jetzt überall was. Ich bräuchte. Ja? Noch einen pinken Teppich, bitte. Einen pinken Teppich? Ja. Candy. I guess. Ein oder fünf oder? Ja, ja, nee, einer. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber ich finde, man sieht halt sofort, welche meine Abteilung ist. Weißt du, wie das aussieht? Mit dem Muster? Nein. Wenn du bei Counter-Strike Custom Map irgendwie. ja, diese. Eine Textur nicht geladen. Ich wollte gerade sagen, nicht geladene Textur, ja. Achso. Mir fehlt eine Textur, soll ich dir was holen? Nein. Wie ist eine Einteilung als letzte Schicht? Kasse? Ich mach Kasse, ich bin wieder dran. Emil, Obst, Getränke oder die andere? Ich glaube die andere, oder? Ich glaube eher die andere, weil da okay. Bin ich gar nicht. Also du hast ja das andere nicht gemacht bis jetzt so, oder? Doch, ich habe die andere schon. Ich habe am Anfang immer die andere Abteil, also weil du. Ja. Ich weiß gar nicht. Schon länger her. Ich glaube, als du nicht Kasse gemacht hast, hast du meine Abteilung und ich Kimmys Abteilung quasi gemacht. Also am Anfang habe ich meistens halt. Ne? Hast du, glaube ich, krass in die andere Abteilung gemacht und ich hab halt dann reingestartet, wo, wherever. Was ist das denn? Ich weiß nicht, der ist so hässlich, ich weiß nicht, wo der herkommt. Schmeiß ihn doch weg. Oder? Nein! Hier ist doch gut. Ja, okay, dann mal. Eigentlich müsste hier eine Palme oder so, aber das ein Kaktus. Ist dann blöd. Ja, okay. Ready. Okay, also mache ich Obst und so. Wie crazy geht ein Kürbis? Crazy, crazy oder geht's so crazy? Schon crazy, ja. Deswegen haben wir 4 Pakete davon, weil da nur 6 Stück reinpassen. Was ist denn, wenn wir den hinten ins letzte Ding nochmal Kürbis mit reinslotten? Kannst du auch. Das ist quasi der Kürbisüberhang. Jetzt haben wir 3 Beine an der Wand hängen. Was? Von wem ist das? Achso, das ist vom Emil.
Nein, von. Ich sehe mein Beine. Kann ich ja die Emil drei Beine, so. Wo es rechts ist, ist leer, ne? Bei dir. Ja. Oder angefangen. Fruits. Kürbis, Schweine. Haben wir auch offen? Sollen wir ja. Erstmal chillen, okay? Nee, reinballern. Ja, wir machen jetzt heute noch eine geile Schicht, machen uns ein bisschen Funs, damit wir beim nächsten Mal nicht arm starten. Ne? Ja. Und dann, weil ich glaube, also wie gesagt, theoretisch das nächste Upgrade wären 4K. Also das nächste, ach, meine, die nächste Store-Ebene. Und dann bekommen wir halt auch nur zwei Dingsies. Und so können wir vielleicht, wenn wir ein bisschen Funs haben, wenn dann die was Cooles reinballern, auch das direkt kaufen. Ne? Muss nicht erst eine Schicht machen. Was ist denn das rechts oben in dem Einzelnen? Ist das rote Apfel? Ne, das ist Pomegranate dann wahrscheinlich, ne? Ja. Ist das ein bisschen schrumpelig? Warte mal. Das ist so rot. Ja, das ist Pomegranate. Aua. Ja. Das Ding ist, ich hab's die letzten Male echt nicht viel gemacht. Also die ganzen Obste oder viele Obste sind einfach neu. Für mich. Obste? Obstes und auch Gemüses. Und das hier ist, wo nur zwei oder vier Flaschen drin sind und Dose, das ist halt Überhang. Ja, das dachte ich mir. Hallo? Das habe ich mich gedenkt. Speedy Gonzales. Ja, nice. Ein Watermelon. Viel Spaß damit. Das ist so eine Variante von Postmelon, so Watermelon. Ja, das ist der Witz, den ich die ganze Zeit damit mache, also auf den ich die ganze Zeit anspiele. Ich weiß. Aber keiner, springt drauf an. Aber wieso fragst du danach, wenn du es so weißt, hä? Ja, ich wollte wissen, ich kenne das schon länger. Wollte wissen, ob du wirklich darauf anspielst. Watermelon ist schon OG für mich. Gar kein Ding. Ich kenne das schon, als es nur 3 Likes hatte. Und 2 Followers. Ihr Hipster. Kabash. Die Leute wollen Kabash. Sehr schön, danke. Weiter so. 45 Dollaris. Oha, schön. Noch ein Kabage mit rein. Guts, Fruits, Kabage. Hallo. Ihr komisches Shirt ist dreckig. So, wieso sagst du da ein komisches Shirt? Ja, und der hier an der Self-Checkout hat irgendwie keine Nase. Voldemort, der hat ein sehr ist das you? Gesicht. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Die haben ja alle keine Nase. Warte mal. Deswegen sind wir in der Wüste. Achso, jetzt hat er eine Nase. Hä? Das ist ja seltsam. Moment, wie kommen wir jetzt von keine Nase auf Wüste? Halt, stopp. Weil, hab ich doch erzählt, in Sims, da wohnen in der Wüste die Aliens. Die Aliens. Und das hier sind alles Aliens. Ja. Okay. Die üben schon mal. Alien zu sein. Das richtige Leben. Für die Invasion. Blau. Oder für das Sims-Update. Ja. Das geht. Okay, das ist ein bisschen. Thanks, brother. Die Äpfel sind alle in einem, ne? Also da, wo die drei nebeneinander sind, auch alles Äpfel. Ich glaube. So, was? Die Äpfel sind noch alle in einem, Ding sie, ne? Ich glaube, ja. Ja. Ich meine, das hätten wir so gemacht. Goodbye. Okay. Oh. Der Kabash, connect, der Kabash. Let's go. Einfach den Kabash-Karton geleert. Oh, da fehlen Watermelons. Ja, alles frisch. Wo ist Watermelon? Da ist Watermelon. Let's go. Wir haben nur Sachen, die mindestens 8 Geschmackspunkte haben, Leute. Auf Temu. Auf Yelp. Selbst der Sebastian aus Schonungen bei Schweinfurt würde hier einkaufen. Wer? Das ist ein TikTok-Star, der ratet mit der Annette immer Essen. Verteilt ja immer Geschmackspunkte. Der ist quasi der Mr. TikTok wie himself. Wie heißt der denn nochmal? Sebastian? Bla 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 aus Schonungen bei Schweinfurt. Und letztens bin ich an Schonungen vorbeigefahren und da muss ich direkt an den denken. Ja? Ja. Bekommst du sehr oft seine TikToks?
Ja, tatsächlich schon. Thanks for the quick service. Guter Mann. Ich achte doch immer drauf, ob die Sachen frisch sind, ob sie frisch schmecken und ob sie frisch sind. Fresh. Bring these up. Geht das auch ein bisschen freundlicher, du hässlicher? Hässlicher Mongo. Ja, gerne, Schnucki. Kein Problem. Mach ich super gerne. Du bist nett. Schönen Tag wünsche ich dir. Kommt da so ein Hässlon, ey. Also ich muss sagen, ja, die sind ein bisschen erkenntlicher geworden, die Flaschen, ne? Aber also hübscher sind sie dabei nicht geworden, ne? Aber to be honest, ist mir das so lieber. Also, dann lieber praktisch als... Schön praktisch. Dann lieber praktisch als unpraktisch. Mhm. So ein Ding nämlich. So ein Ding ist das. Oh. Was ist jetzt bei den Evocados los? Hat die war eine kurze Angebot? Was aber wirklich fehlt, haltet euch fest, weil wir sind in der Wüste. Eis. Jetzt müssen wir es aufgrund der Wüste festhalten. Nein, weil das voll die gute Idee ist. Okay. So, weil es heiß und wow, und dann so ein kaltes Eis. So pass auf, da habe ich bessere Idee. Kopftuch. Kühlt ab. Bei GTA, los. Kannst du hier Wüstenschal kaufen. So ein Schal. Aber ich will nur den roten Wüstenschal. Der ist viel mehr wert. Voila. Noch ein Watermelon. Und noch ein Kürbis. Ich glaube, ich muss mal bestellen. Der Mann hat sich vorgedrängelt. Ich hab's gesehen. Ne, die warten immer. Der hat vorgelassen. Ja, weil er nicht mehr so viel Zeit hat, glaube ich, aber. Trotzdem, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Piep, 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 piep. Chocolate Rain. Some stay dry. Was haben die denn mit diesen komischen Schokotart-Dingern? Ich weiß nicht, die sind der Hit. Die sind der Bringer. Ey, ohne Witz. Das Doppelte. Nee, aber die kaufen die wirklich so krass viel. Pumpkin Rain. Tama! Sekunde, ich komme sofort wieder. Der Mann hat ein Problem. Hallo, was haben Sie getan? Achso, wolltest klauen, ne? Klatsch. Klar, aber auf die Nuss. Ich hab dem eine Nackenklatsche dafür gegeben. Was ist denn das? Das Orangen? Die macht aber die Sachen, die sie früher nicht machen konnte und sie genießt das. Ich glaube, das sind Orangen. Ja. Wir haben Orangen. Haben wir, ja. Klein und orange. Gesundheit. Grapefruit. Okay, danke. Sind das Mangos? Das sind Mangos. Unten links sind Mangos, ja. Das sind Mangos. Gurks. Unten rechts sind Gurken, ja. Gurks. Ja, die beiden verwechsel ich immer. Ja. Gurken und Mangos? Ja. Die sehen viel zu ähnlich aus. Wenn deine Gurke wie eine Mango aussieht, würde ich mal zum Arzt gehen. Sag ich, wie ist. So viel gekauft. Grünes Bell Pepper. Grünes Bell Pepper. Eins. Hier. Ein Pomegranates. Ich brauche ein Pomegranates. Pomegranates da. Möchten Sie kaufen Pommes Granates? Granates, um Pommes zu bauen. Ne, Pommes um Granaten zu bauen. Das sind Potatos. Seid ihr Potatos? Potatos. Kürbis. Kürbis. Hier drei Kürbis. Da eins Kürbis. Sehr schön. Bestellungs-ein Kürbis. Hallo. Kürbis. Was ist das nächste?
Avocado ist gut. Bananas ist gut. Birnis. Eins Birne. Ach, oh, was hast Birne. Du jetzt gemacht? Schon wieder. Sag mal, Klatsch. Noch mehr Birnis. Hallo, ich bin da. Muss ich bestellen? Ein Birnis gleich? Ein Avocado? Avocado. Hast du auch so viel Kürbis zu kaufen? Ein grünes Birne. Hier. Null Problemas. Kabasch. Kabasch ist gute. Gute Kabasch. Aber heute hatte ich nicht einmal das Problem, dass ich das Geld nicht gesehen habe. Vielleicht ist es auch fixt. Das ist ja auch. Wobei, also ich hatte es noch nie. Das schien mir ein Hostings-Problem zu sein. Zweimal Kabasch. Cool Kabasch. Was ist das denn da hinten? Boah, was ist denn neben der Kokosnuss? Sieht aus wie eine Mango, ist aber keine Mango, glaube ich. Oder haben wir zweimal Mango? Nee. Das ist Grapefruit, glaube ich. Das kann sein. Oh ja, das, ich glaube, das ist Grapefruit. Die verwechsel ich auch immer. Sind die hier? Da. Hä? Der Typ ist gerade einfach hinter mir vorbeigelaufen. Ich glaube, der spinnt. Hinter der Kasse haben sie nichts zu suchen. Ja, ist doch so. Was meinst du, wie oft das in meiner Lehre passiert ist, dass sie einfach hinter den Tresen gekommen sind? Deswegen wurde auch einmal mein Handy geklaut. Das war schön. Das hat mich gefreut. Kommen sie gerne wieder. Rotes Bier, dunkelblaues Bier. Nee, ich habe dann Anzeige erstattet. Die haben den auch gefunden, aber ich habe mein Handy nie wieder gesehen. Was? Du was bekommen? Hä? Hat der musste was. Nee, es waren Obdachlose, die konnten da nicht viel machen. Cool. Ja, und das, was am traurigsten war, dass da so ein Anhänger dran war von einem Endivier. Oh nein. Der war voll toll. Mit dem Blatt. Scheiß auf das Handy, aber das Endivier! Ist halt echt so. Oh, lila Bier. Das war voll toll. Bis das Bier wieder lila ist. Alter, diese Chocolate-Dinger sind schon bei mir raus. Ich hab keine mehr. So, hier bestellen. Ja, hab ich. Ja, das ist doch alles entspannt. Nee. Hör ich dich entspannt an? Du hast immer gesagt, dass du entspannt da drüben. Ich glaube, er ist entspannter. Hab ich auch gesagt, mehrmals. Francesco? Ja, also bis jetzt finde ich das hier drüben auch ganz entspannt. Also wenn man noch mit dazu rechnen, dass ich die Hälfte der Früchte nicht kenne, habe ich auch nicht so viel Stress. Puderzucker geht sehr gut. Ja. Von dem, was ich sehen kann. Kann gehen, ja, alles gut. Bruder sogar quasi verpissen. Also stell dir mal vor, du spielst das jetzt echt alleine. Wie würdest du das machen? Du müsstest 30 Self-Checkout-Kassen hinstellen. Nee, ich glaub, das man... Also das Ding ist halt, dann stehen die halt ewig an. So, ne? Aber... Ja. Ja, aber die gehen ja auch irgendwann. Die werden biestig und gehen. Also das habe ich heute in dem Video gesehen, dass da Leute gegangen sind. Okay. Weil er zu langsam war. Oder ich hab nicht verguckt, aber der hat, glaube ich, auch gesagt, dass Leute jetzt gegangen sind. Den schon mal. Sieht zum Mauer aus. Kabasch können wir mal auffüllen. Und Kabasch kommt auch gleich nochmal. Können wir gleich nochmal bestellen. Öffnet die Tore. Okay.
Mein Fuß ist ein bisschen eingeschlafen. Yeah, yeah. But why? I don't know. Fuß macht Bubu. Grüne Bellpepper. Komische Pomme. Ist das Pomme-Granate gewesen? Was war Pomme-Granate da oben? Oben rechts ist Pomme-Granate, ja. Pomme-Granate. Karton ist noch eins. Perfekt. Muss ich Pomme-Granate kaufen? Ja, der eine hat Pomme-Granate gekauft. Ja, bin schon am Nachfüllen. Ach so, meinst du das? Ich dachte, du hättest nur noch einen, also so eine einzelne im Karton. Ne, ja, oh. Ja, also in dem Karton war nur noch eine. Ich hatte schon noch einen Karton, aber in dem so, ja, Karton das müssen sie auch ändern. Was? Wie gesagt, dass du halt, ich finde, die müssen machen, dass du von der einen Kiste was in die andere Kiste packen kannst. Ja, das wäre gut. Also hätte mir in dem Fall nicht geholfen, weil halt einfach, wenn dann hätte ich ja. Die halt den Karton halt rausstellen müssen. Aber grundsätzlich stimme ich dazu. Oh. Kartoschkas, Kartoschkas. Sind sie aus Russland? Sie. Da. Da. Kartoschkas Avocado. Avocado kann auch neu bestellen. Was ist daneben? Banana. Mal Avocado Food. Nee, ich klicke jedes Mal auf Food, ne? Was wollte ich bestellen? Avocado. Avocado. Banana auffüllen. Danach kommt Birnen. Ja, finde ich noch nicht so viele. Glaube ich. Sind wir das eine oder so? Sind vier. I'm not sure. Ja, wir dann einfach. Äpfel. Ich guck trotzdem jetzt. Doch, waren vier. Ist okay. Die normalen Äpfel, aber die wären gut. Grüne, normale und rote, ja. Die anderen gehen noch. Wo sind die normale? Hier. Jo. Einer. Kann jemand einen Apfel kaufen? Nein? Warte, da kommt noch einer. Der läuft vorbei. Apfel, Apfel im Angebot. Gut. Das ist aber nur sie für Stress, ist glaube ich noch nicht so dramatisch, wenn wir dann einen halbleeren Karton stehen lassen. Roter Apfel, einmal leer. Tschüss. Ich sollte uns vielleicht auf einem Karton auch übersetzen, ne? Machen wir ein bisschen tricky, dass das auf dem Karton nicht übersetzt ist, aber im Computer schon. Ja. Huch. War davor nicht so, ne? Doch. Doch. Ich glaub schon. Also bei den Obst und Gemüse war es definitiv so. Ich weiß nicht, wie das bei. Sag doch, hinter die Kasse am besten. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass diese Presse so riesig ist, ne? Was war da hinten? Grapefruit. This is perfect. So, Kabash fehlen dann zwei. Muss mal gucken, ob ich schon einzelne Bestellung habe. Würde flohen. Hallo, schön, dass auch jemand mit mir interagieren will. Interagieren. Und Grapefruit. Hi. Kürbis können wir noch einen reinballern. Wann haben wir gestartet? Ich hab keine Ahnung, ehrlich zu sein. Ja, dann ist die Schicht vorbei. Hä? Jetzt schon? Wir haben 4 und 10. Ja, wir haben auch gut gegangen. 4:15 gestartet. Oh, crazy. Es war entspannt, um ehrlich zu sein. Grüne Milch. Exactly what I mean. Die dürfen auch zu mir kommen. Hallo. Oh. Soll ich die Selbstbedienungskasse beschließen, damit sie zu dir kommen? Nein.
Jetzt wird das mit dem Karton wieder gut. Tschüss. Goodbye. Ich bin so, hallo, goodbye, hallo, goodbye, hallo, hallo, goodbye, goodbye, hallo. Ja, jetzt haben wir noch eine Avocado, ey. Avocado? Ja. Grünes Bier. Lilas Bier und weißes Bier. Weißes Bier haben wir ungefähr 6 Stück die ganze Schicht verkauft. Crazy. Aha. Mhm. I know, right? Was sind los, Dings? Kriegen wir gegen voll gut. Was? Was sind los, Kriegen wir gegen voll gut? Ja, das stimmt, die habe ich echt viel verkauft. Na gut, vielleicht ist das. Also, ich habe auch das Gefühl, dass teilweise halt neue Artikel dann erstmal besser gehen, ne? Ja. Kann sein, dass das damit zusammenhängt, weil die halt einfach noch neu sind, ne? Nee. Blaues Bier müssen wir dann gleich nochmal. Geht da jetzt noch eine Kokossüße oder nicht? Nee. Entschuldigung. Gut. Entschuldigung. Das ist hellblaues Bier. Die Bestellung machen wir dann aber noch, oder? Ja, ich hätte jetzt halt einmal alles aufgefüllt quasi. Ja, hab ich. Also. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Zug ist wieder frech. Das ist ja nichts Neues, wa? Da! Da! Danke. Bitte. Entschuldigung. Zimmer. Gutes Energie. Ach, du machst schon. Okay. Ja, Getränke bin ich gleich durch. Ich helfe dir. Darf ich? Okay, blaues Bier fehlt noch eins. Das gelbe ist Überhang. Das, also ich wollte das jetzt irgendwo als Überhang mit reinstellen, weil... Ja, mach du mal. Ich will da jetzt nicht reingreifen, weil jetzt bin ich verwirrt. Okay, ich glaube, wir sind hier schon durch. Eine blaue Dose, eine kleine fehlt noch. Das Gelbe okay, wollte ich hier irgendwo reinschollern. Und das mit den 4 Dosen stört mich. Au! Entschuldigung. Du bist mir über den Fuß gefahren. Deshalb habe ich Entschuldigung gesagt. Large Can. Ja, weiß ich jetzt nicht. Da. Small Can. So. Huch. Jetzt fehlt einmal blau, gelb jeweils, blau klein. Kann ich dir sagen alles? Doch wohl nicht so vieles. Was haben wir? Obst, also alles voll wieder? Ja. Okay. Okay. Was hast du jetzt an Getränken? Also noch gar nichts. Warte mal, ich mache jetzt mal bei Obst alles raus erstmal. Wir haben einmal Warzig, oder? Ja. Dann gelbe beide Dosen einmal? Und eine kleine blaue? Ja. Das war's, Getränke, oder? Mhm. Willst du mir Fruits gleich was ansagen? Ja, ich werf nur eben Emil sein Zeug. Danke. Hui. Kobe. Kobe! Sie dachte man so, wieso sind sie immer so laut? Kappe. Einmal grüner Apfel. Ja. Zweimal Avocado.
Ja. Einmal Grapefruit. Einmal Pomegranate. Einmal roter Apfel. Einmal Coconut. Dreimal Kohl. Einmal Pumpkin. Ja. Und einmal Watermelon. Ja. Das war's. Das LKW kommt schon. Hä? Das LKW kommt schon rein. Flaschen trage ich mal lieber nicht, dass sie kaputt gehen, ne? Achso. Entschuldigung. Avocados im Lernfach, ne? Man, müsste. Ja. Und das, was übrig ist, hier auf dem Stapel einfach. Hast du jetzt eher die angefangenen auf dem Stapel oder die vollen? Beides, was halt so viel ist. Naja, aber mir geht's jetzt um, mach ich einen vollen Karton Avocados dahin oder die einzelne Avocado? Ach, hier hätte ich die einzelne gepackt, wie es so ist. Das ist schon gut so. Okay. Du schmeißt, ich fang. Oh. So, wie sieht's hier aus, Neues? Versuch zu füllen. Okay, da okay. Kürbisse seit den Überhangbeb, ne? Ich wollte einfach da. Also ich habe einfach zwei Kürbisse eigentlich gemacht. Ja, ich brauche gelbe Crackers. Achso, da immer noch keine. Willst du den Wagen füllen, Beb? Sonst kann ich auch ansagen, was fehlt und du kannst den Wagen voll machen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wo die gelben Crackers waren. Hilfe! Hier? Ja, hier, ja. Okay, ja, okay, was geht? Morning Crunch. Ist das das mit dem Vogel? Ja. Wie viel? Eins. Ein Karton sollte reichen, glaube ich. Achso, ja, wir haben halt einen mit zwei Cereal-Dingern drin. Okay, ja. Ja, dann wahrscheinlich zwei. Bohnensuppe. Beziehungsweise von ich jedem. Ich habe ja eh gerade genommen. Ja, gut, dann funktioniert das nicht. Dann machen wir so. Alles gut. Okay. Ja, wenn die Sachen weggedacken werden, wenn ich sie dir ansage. Dann weiß ich ja nicht, was jetzt aufgefallen ist. Ich will. Alles gut. Ich räume mal hier auf. Ich glaube, das hier muss in den Überhang. Wo kommt der Basmati-Reis hin? Hier, da wo der ist. Unter den Chips. Das kann ein Überhangregal. Das kann das Überhangregal. Den können wir eventuell wieder auffüllen, vielleicht sogar. Schickt euch im Überhangregal noch einiges. Mach ich. Also würde ich vielleicht eher rückwärts, das ist Überhang. Nein, die sind voll. Ja, aber ich sage, im Überhangregal sind ganz viele davon. Gegebenenfalls kannst du welche da reinräumen. Hab ich. Okay. Alles, was auf dem Wagen ist, können wir theoretisch leer machen. Entweder auffüllen oder halt zu überhangen. Oh, die ging aber nicht so gut.
Was mit Zivil? Weißt du nicht? Ach, das sind die, die du von Dorf hattest wahrscheinlich. So, was fehlt jetzt immer noch? Job Tomatoes hätten wir noch offen. Bohnensuppe ist noch offen. Was passiert nicht? Nudeln, diese Kartonnudeln. Job Tomatoes, Bohnensuppe, Kartonnudeln, glaube ich. Bohnensuppe. Irgendwas passt da nicht, hatte ja irgendwie gesagt. Ja, ich fülle jetzt erstmal auf, dann können wir doch immer noch gucken. Ich wollte drei Sachen gleichzeitig machen. Job Tomatoes. Und die Kartonnudeln. Kartonnudeln, Kartonnudeln. Kartonnudeln. Jutti. Wer möchte bestellen? Ich kann. Grisini. Einmal, ja. Waschpulver. Ja. Apple Cinnamon Oatmeal. Ja. Zweimal Cheese Cracker. Mit Käse gespackt, ne? Cheese Cracker, ja. Ja. Zweimal Ackerbau. Ja. Einmal Chicken Cream Soup. Ja. Einmal Bohnensuppe. Ja. Einmal Chicken Nudelsuppe. Ja. Einmal Chopped Tomato. Ja. Einmal Dogfood. Ja. Zweimal Chocolate Chip Cookies. Ja. Einmal übergeschnappt. Ja. Einmal Chocolate Cream. Ja. Einmal Granola. Ja. Einmal Mexican Rice. Ja. Einmal grüne Bohnen. Ja. Einmal Orangenmarmelade. Ja. Einmal Chunky Erdnussbutter. Ja. Einmal Mayo. Ja. Einmal Mac and Cheese. Ja. Muss ja alles sein. Das war's? Also ich hab ein Problem. Yes. Komm mal her bitte. Komm mal her bitte. Ja, sofort. Ich muss kurz einladen. Also ich dachte, du wärst das in der Tür. Was ist? Was hast du? Na, ich wollte hier schon mal, ich habe hier die Kassen geschlossen und so. Und ich wollte die Lichter ausmachen. Die konnte ich nicht ausmachen. Und jetzt kann ich das Regal hier nicht wieder hinstellen. Hä? Sehr schön. Du kannst die Lichter aber von hier aus machen, ne? Die gucken noch ein Stückchen drüber. Ich weiß aber, ja, habe ich auch. Aber das Pinke hier ist bei mir nicht existent. Ich konnte es auch nicht aufheben oder so. Die Lampe backt bei mir. Ach so. Die anderen, die habe ich da drüber ausgemacht. Ach so. Na dann. Ach Gott, ist so traurig. Irgendwie schon, ne? Wir lassen jetzt einfach nicht. Gut, dass wir nachbestellt haben, um Lebensmittel dann mal ein paar Wochen stehen zu lassen. Ja, da wird sich schon halten, wa? Wo ist der Lichtschalter? Da links neben der Tür. Oh. So, hier aufgefüllt, da aufgefüllt. Da ist alles aufgefüllt. Möchte noch jemand ein Regal oder irgendwas kaufen? Oder irgendwas, was nee. Noch... Also ich könnte noch, aber machen wir, wenn dann mal Zeit. Juti. Bestellt der Emil noch? Der Emil saß gerade auf dem Computer. Nee. Ich hab, wollen wir rausgehen? Ja. Also, ich hab's schon gelesen, Entschuldigung. Ich stehe schon da.
Juti, habt ihr abschließende Worte an die Stadt oder an den Schmagges? Ob die alle von der Stadt da drüben kommen? Sieht ziemlich weit aus, um ehrlich zu sein. Die wohnen bestimmt alle hinter diesen Hügeln. Wahrscheinlich, wenn man so 2 Meter rausfahren würde, sieht man eine riesen Siedlung oder so. Warte mal, kommt man hier raus? Nee, das blockt hier auf der Höhe von dem Zaun. Ah, vielleicht, wir sind gefahren. Ja, mit dem Update. Lol. Wollt ihr jetzt noch jemand was sagen? War schön, ja. Okay. Krieg ich einen Brief oder so für Praktikum und so? Schule? Ein Arbeitszeugnis, meinst du? Ein Praktikumszeugnis? Ja. Nee, gibt's. Wie heißt denn bei Praktikum? Arbeitszeugnis. Mhm. Bist du Emil? Ich bin nicht Emil. Emil ist hinter dir. Achso. Ja. Wer von euch ist jetzt Emil? Der im gelben Shirt. The fuck? Emil ist ja mit dem russischen Akzent. Ich gehe wieder rein. Ich bin der hier. Ich bin an der Tür. Egal. Hast du gut gemacht. Ja. Danke. War ganz okay. Herr Voldemort. Hat auch so eine halbe Nase. Du auch. Summer. Sind wir verwandt? So, und als nächstes machen wir dann Kleidungsshop oder so. Nein. Nee, gucken wir mal. Wir finden was. Aber. Da kann man Kleidung designen. Ja. Das Kleidungsstore-Display gibt es dann mit Kimi alleine. Für Co. finden wir sicherlich auch was. Ja. Ja. Store-Level 10 haben wir abgeschlossen. Wir haben noch 3 Kauftasche, 2,8 oder so. Ja, aber wie gesagt, nachdem jetzt aktuell ja nur noch Store-Upgrades und hier 2 Artikel und da 3 Artikel, haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal Caterino. Wir warten auf Updates. Ist ja einiges geplant. Ich glaube, was stand noch dabei? CCTV soll noch kommen, also Überwachungskameras. Mitarbeiter, glaube ich, auch, ne? Ja. Also soll einiges kommen. Wir werden jetzt einfach ein paar Updates abwarten, mal gucken. Wenn einiges an Content da ist und wir sagen, hey, wir haben wieder Bock, werden wir sicherlich nochmal reingucken. Aber for now geht mit Schmackes offiziell in den Betriebsurlaub. Erfolgreich war es. Wir haben ein Riesenimperium aufgebaut und dann nächstes Mal vielleicht sogar eine 2. Filiale, weil wir einfach crazy sind. So ein Ding. Ja. Yes. Ja. 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 So. Wollt ihr Tschüss sagen? Tschüss. Tschüss.